Willkommen, meine lieben Zuschauer, bei In Resonanz Bildersturm, dem dritten bzw. dem siebten Edenteil. Und meinem persönlich eher unliebsamsten. Sektenverträger! Und viele! Wir müssen sie zurückschlagen! Aber das werden wir tun. Irgendwie. Ich bin mal gespannt. Also, das mit dem Bip. Ich mag diesen Fight nicht. Ich sag's offen und ehrlich. Und werde dementsprechend mein Bestes tun, um nicht wie der letzte Vollhorst auszusehen in diesem Kampf. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Denn wir müssen hier so ein paar Kleinigkeiten beachten. Und zwar, wie ihr sicherlich in Kacheln am Fußboden schon entnehmen könnt, müssen wir gucken, wo wir stehen, wo wir hingehen müssen und so weiter. Und ja, das macht unglaublich viel Spaß. Dazu kommen halt eben AOEs. Es ist ein bisschen schwierig, das ohne grafische Darstellung zu erklären. Deswegen, man muss später gucken. Erstmal ganz kurz weg mit dem Ding hier. Man muss gucken, dass man, wenn diese Blätter gleich hier vorne auftauchen, man richtig steht. Entweder in der richtigen Reihenfolge, wie sie gerade entgegenkommen. Aber jetzt kommen sie zum Beispiel erstmal außen und dann innen. Das heißt, man wartet ab, dass die durch sind und wechselt dann die Plattform. Und später haben die auch noch andere Farben. Und dann muss man gucken. Genau, erstmal die Dimensionstore, die sind nämlich auch ziemlich witzig. Die haben zwei Farben, blau und rot. Und da drüben sind auch blau und rot. Und jetzt gucken wir, okay, es kommt erstmal rot. Das heißt hier rüber. Und dann kommt blau. Rot ist durch. Jetzt kommt blau. Würden wir jetzt hinten stehen, dann würden wir natürlich auf die gleiche Art und Weise erst rot und dann blau ausweichen müssen. Ja, toll. Und hier verkackt meine Rotation. So, und jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen trickier. Denn ihr seht schon, jetzt sind hier zwei rote. Also ein roter und ein blauer. Es fängt an mit rot und dann mit blau. Das bedeutet so viel wie, wir müssen erst hier rüber. Und jetzt kommen gleich die roten hier. Und dann müssen wir wieder rüber. Genau, damit die blauen, damit wir den blauen ausweichen. Juhu, hat ja noch ganz gut geklappt. Aber, but wait, there is more. Denn, wie gesagt, gleich kriegen wir Debuffs. Und nicht nur das, wir müssen jetzt auch hier schauen, dass wir nicht blöd durch die Gegend zappen. Sondern hier bleiben, wo wir hingehören. Und gelegentlich noch AOEs ausweichen, natürlich. Da kommen noch zwei Stackmarks. Da wäre es sinnvoll, wenn man sich halt eben ein bisschen aufteilt. So, und da kommt, glaube ich, die nächste Runde. Kommen jetzt schon die Debuffs? Ne, kommen noch nicht. Da kommt ein Tankbuster angeflogen. Okay, Attributswechsel. Das müsste es jetzt eigentlich sein. Ah ne, Blödsinn. Jetzt kommt erstmal diese Ad-Phase. Die habe ich auch noch vergessen. Wir werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Und müssen dann... Ah ne, noch nicht. Jetzt kommt das. Man muss sich von denen treffen lassen, von denen man nicht die Farbe hat. Also ich muss mich jetzt von Weiß treffen lassen. Und jetzt bekomme ich einen weißen Debuff. Und jetzt muss ich mich von den Schwarzen treffen lassen. Da stehe ich glücklicherweise schon richtig. So, jetzt habe ich wieder Schwarze. Das heißt, ich muss mich von Weiß treffen lassen. Jetzt habe ich wieder Weiß. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich von Schwarz treffen lasse als nächstes. Wenn nochmal einer kommt. Ne, kommt nicht. Sehr gut. Und das Ganze machen wir, kommt später noch mit diesen Portalen, die wir am Anfang gesehen haben. Ach, Ads kommen hier auch noch. Kann man die zusammenziehen? Weiß ich gerade gar nicht. Nee. Ja, kann man wohl.
umso besser. Ja, und wir müssen hier auch noch aufpassen, wie wir uns bewegen. Mit dem Ranseppen und so weiter. Ich mache das mal so. Bin ich hier hinten und kann hier einfach nach hinten raus. So, und ranchargen. So hat sich der Boss, hat sich keiner der Ads bewegt. Ich bin weggeteleportiert worden. Und alles ist gut. Scheinbar. So, haben wir es geschafft oder sah das nur so aus, als ob? Okay. Ich setze hier auch nochmal kurz ein Schild auf. So. Super. Ein bisschen weiter sind wir schon mal. Heißt nicht, dass wir wieder safe sind. Und da ist es. Wir haben jetzt gerade den schwarzen Debuff. Das heißt, wir müssen uns von Weiß zuerst treffen lassen. So, Weiß geht zu Rot. Das heißt, wir müssen uns danach von Blau treffen lassen. Also wir gehen hier hin. Und jetzt gehen wir hier hoch. Und haben es überlebt. Kein Debuff, alles ist gut. Ich komme mir schon fast vor, als würde ich wissen, was ich tue. So, gleiches Spiel. Genau, einmal von Weiß treffen lassen. Und der Debuff wirft in 2 Sekunden aus. 1. Und die Phase haben wir überstanden. Wunderbar. Zwangsumwandlung. Ich gehe mal mit nach unten. Okay. Und da kommt wieder ein Tankbuster auf mich zugeflogen. Der kommt zum Glück nicht ganz so oft. Und die nächsten Vögelchen. Mal gucken, in welchem Pattern die diesmal kommt. Ah, okay. Wieder mit Portalen. Stell mich hier schon mal hin. Ja, jetzt habe ich aber nicht gesehen, was zuerst kommt. Erst rot, okay, dann blau. Das ist gut. Danke, Schatz. Das war doch wohl Absicht. Das war doch wohl Absicht. Du wolltest, dass ich einmal fail. Nein, alles gut. Nein, es ist alles gut gelaufen. Dieser Bossfight ist gleich geschafft. Geht doch. Yay! Mit einem Paladin für alle Fälle 2. Ich bin, glaube ich, nur noch, keine Ahnung, 900 Dungeons einem Mount entfernt oder so. Ich bin der Meinung, ich bekomme so einen Löwen. So, und wir können uns hier wieder... Wir können hier wieder auf Loot würfeln. Und, ja gut, komm, kriegst du ein WS. Ich versuche die Brust zu nehmen. Oh, krass. Ich würfle echt eine 1. Kleinen Moment, wir sind nicht mehr so viele. Das heißt, ich kann auf den Rest einfach passen. Nice. Und bekomme dann dementsprechend auch den gesamten Rest nicht dazu. Perfekt. Super. Damit brauche ich nur noch 2 Stücke, um mir die Brustpanzerung zu holen, weil hier ist mir eindeutig zu viel Unbeugsamkeit drauf. 307, die würde ich ganz gerne in Crit umtauschen. Jo, Rine. Sie wacht einfach nicht auf. Was soll ich, was sollen wir bloß tun? Mit der Faust? Nein, mit der offenen Hand und ein paar Mal gegen das Gesicht ditschen oder so? Habt ihr mal geguckt, ob die atmet? Erste Hilfe und so weiter. Was ist das für ein Ort? Wo sind alle hin?
Also bin ich ganz allein. Selbst die Fee ist fort. Endlose Stille, endlose Dunkelheit. Fühlt sich so der Tod an? Es hat keinen Zweck. Niemand kann mich hören. Welche Ironie. Die ganze Zeit über habe ich mich nach Ruhe gesehnt. Und nun, da ich sie endlich habe, wünschte ich, ich könnte mit jemandem reden. Ich dachte, ich würde es nicht ertragen können, in ihrer Nähe zu sein. All diese Einmischungen und das ganze Theater. Und doch war ich nie einsam. Aber es bringt nichts. Selbst nach allem, was wir durchgemacht haben, sind meine Erinnerungen noch immer nicht zurückgekehrt. Es gibt keine Zukunft, die mich erwartet. Nur Leere. Diese Erinnerungen, meinetwegen können sie für immer verloren bleiben, wenn nur der Schmerz mich verlässt. Nun schließe ich meine Augen und versinke in die Dunkelheit. Und dann werde ich nicht länger leiden. Gaia? Mutter, Vater? Wach auf! Jetzt verstehe ich. Warum darauf warten, dass der Morgen seinen Preis einfordert? Gaia, kannst du mich hören? Dieser perfekte Moment muss niemals enden. Ich gebe dich nicht auf, Gaia, sag etwas! Was willst du? Bitte, ich flehe dich an. Erinnerst du dich an all die Dinge, die wir vorhatten? So wie Kaffeekekse im Extra-Portion essen gehen. So etwas habe ich nie. Gaia? So etwas habe ich nie zugestimmt. Den Göttern sei Dank, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ja, musst du so laut sein? Die Fee ist verstummt und dafür schrillt Drines Stimme nun in meinem Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so darüber freuen würde, sie zu hören. Ich habe euch allen eine ganze Menge Ärger bereitet. Es tut mir aufrichtig leid. Auf jeden Fall habe ich auch euch lange genug aufgehalten. Bitte kümmert euch wieder um die Dinge, für die ihr hergekommen seid. Wow. Ich bin froh, dass du wieder ganz die Alte bist, aber geht es dir wirklich gut? Ich fühle mich jetzt viel besser, aber es gibt noch immer etwas, das mich beschäftigt. Die Fee hat in einem Traum zu mir gesprochen und eine Reihe von Erinnerungen in mir wachgerufen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dies schon mal passiert wäre, daher weiß ich nicht, was es zu bedeuten hat. Welche Art von Erinnerung? Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Es waren kurze Momente aus der Sicht von jemand anderem. Zumindest fühlte es sich so an. Minfilia, das erste Orakel des Lichts, hat einst als Botin Heidelin gedient. Wenn das Orakel der Dunkelheit im Gegenstück unter Zodiac ist, dann bereiten wir uns besser auf das Schlimmste vor. Ja. Die Rückkehr der Nacht hat das ätherische Gleichgewicht in Richtung Aktivität verschoben, was dazu geführt haben könnte, den Teil seiner Macht in der ersten Splitterwelt zu erwecken.
Einmal erwacht, mag er seinen Blick auf jene gerichtet haben, die von der Dunkelheit gezeichnet war, Gaia. Gezeichnet oder nicht, Gaia ist noch immer sie selbst. Ist alles in Ordnung? Ist schon gut. Naja, lasst uns erstmal weiter. Lasst uns das erstmal vergessen. Wir werden noch jede Menge Zeit dafür haben, sobald das letzte Element wieder hergestellt worden ist. Wenn du dich nicht gut genug fühlst, dann sehe ich keinen Grund für weitere Verzögerung. Lass uns mit der Revitalisierung von Eis fortfahren. Shiva also. Dürfte, da du die Einzige hier bist, die den Prima je gesehen hat, könntest du sie uns vielleicht beschreiben? Eine Frau namens Isel hat sich selbst zu einem Gefäß für Shiva gemacht. Shiva und den hohen Drachen Rissfelger verband eine unsterbliche... Nein, natürlich brauchen wir genau das hier. Oh, und im Hintergrund natürlich noch den Dragon Song. Sehr sweet. Also hat sie das Wesen von jemandem, der vor 1000 Jahren gelebt hat, in ihren Körper beschworen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Shiva war eine größere Inspirationsquelle für Isel, deren Methode zur Beschwörung sich völlig von allen Primae unterschied, denen wir bis dahin begegnet waren. Durch die Kraft des Transzendierens wurde sie Zeugin der Taten der edelmütigen Shiva und war derart von ihnen bewegt, dass sie ihr Leben in den Dienst der gleichen Sache stellte. Es war diese Hingabe, die ihr die Kraft eines Primae verlieh. Dann war sie in der Lage, ihn selbst zu kontrollieren? Du kommst doch nicht auf dumme Gedanken, oder? Ich habe nur laut gedacht, das ist alles. Wie dem auch sei, wir sollten uns besser auf den Weg machen. Unser nächstes Ziel ist ein Gletscher, der in der nördlichen Region der großen Leere gelegen ist. Ich werde so schnell wie möglich uns so schnell wie möglich dorthin bringen. Es ist an der Zeit, den Äther zutage zu fordern. Ich hatte daran gedacht. Dich diesmal zu begleiten. Ich möchte das Gefäß für Shiva werden. Im Vergleich zu allen anderen Elementen ist Eis von Natur aus äußerst ruhig und leblos und tendiert am ehesten zum Licht. Ich werde nah rangehen und sowohl meine eigenen Fähigkeiten als auch Edens einsetzen müssen, um es zu extrahieren. Damit das Orakel des Lichts zum Orakel des Eises wird. Na, ist das eine logische Schlussfolgerung oder was, Orianger? Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Strategie zusagt, aber dennoch, der Primae, dem wir in der Ursprungswelt begegnet sind, wurde auf ganz ähnliche Weise beschworen. Ich vermag nicht abzustreiten, dass es sich als vorteilhaft erweisen könnte. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Habt ihr vergessen, was Dufte mit dem Primae anstellt, die wir beschwören? Ich werde nicht tatenlos rumstehen und mit ansehen, wie sie Rene und sich gegenseitig verprügeln. Außerdem kehrt der Äther erst in der großen Leere zurück, sobald die Kreatur erschlagen wurde. Anscheinend habt ihr das nicht mit in Betracht gezogen. Vermutlich gibt es einen sichereren Weg, ihn zu zerstreuen, aber es wäre noch immer viel zu gefährlich. Ich dachte, du hättest mehr Verstand, Rene. Aber es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Wenn das gottgleiche Wesen so unberechenbar ist wie die Primae, die wir bisher beschworen haben, dann wird Rene höchstwahrscheinlich Mühe haben, es unter Kontrolle zu halten.
Dufte würde nichts anderes übrig bleiben, als sich mit allen Mitteln zu verteidigen, um nicht ihr Leben zu lassen. Ich weiß, dass es gefährlich ist, doch ich werde mich nicht noch, nicht davon einschüchtern lassen. Bitte, ich muss es versuchen. Aber ich sehe keinen Grund, warum das überhaupt nötig sein soll. Du musst nie solche Risiken für die anderen Elemente eingehen. Eden verfügt über nahezu unendliche Macht und das würde passieren, wenn es ohne meine Einmischung aktiv werden würde. Wenn es sich genau wie all die anderen Sündenvertilger an dem Äther laben würden, könnte es all unsere harte Arbeit zunichte machen. Das ist ein unberuhigendes Szenario, das nicht ausgeschlossen werden kann. Ich mache mir Sorgen, dass selbst wenn wir die Elemente wieder ins Gleichgewicht bringen, die Dinge letzten Endes wieder genauso werden wie nach der Lichtflut. Doch wenn ich Eden beibringe, die Umwelt zu nähren, statt ihr das Leben zu entziehen, könnten wir es ihm überlassen, sich für uns um die große Leere zu kümmern. Ich werde den Äther durch mich selbst kanalisieren und Eden zeigen, wie es gemacht wird. Das ist kein Haustier, mit dem wir es hier zu tun haben. Wenn die Sache schief geht, was dann? Ich weiß, dass sich das alles nach einem Sprung ins Ungewisse anhört, aber es war die ganze Zeit über schon ein ziemliches Glücksspiel. Wir haben es nur dank unseres Glaubens so weit gebracht. Dem Glauben an uns selbst und aneinander. Ich habe meine Meinung dazu klar geäußert, aber was denkst du denn, Dufte? Mit meiner Erinnerung als Basis der Beschwörung, was könnte da schon schief gehen? Genau, weil du dich ja auch schon so oft verwandelt hast. Rine, wenn dir die Sache so am Herzen liegt, ist es zwecklos, dich davon abbringen zu wollen. Aber pass auf dich auf und sei nicht allzu waghalsig, ist das klar? Kristallklar. Es wird funktionieren, das verspreche ich. Dafür werde ich sorgen. Nun, ich hoffe doch für uns alle, denn wenn der Prima ihr die Kontrolle übernimmt... Keine Sorge. Mit euch allen an meiner Seite weiß ich, dass am Ende alles gut werden wird, egal was passiert. Uns allen? Ich hoffe, das schließt mich nicht mit ein. Ich komme nicht mal mit meinen eigenen Problemen klar. Es reicht mir zu wissen, dass du hier bist. Außerdem habe ich mich entschieden, mir eine Scheibe von dir abzuschneiden. Ich tue, was ich will, wann immer es mir passt. Ich habe meine Entscheidung getroffen, also werde ich das jetzt auch durchziehen. Ja, das ist eine ganz andere Nummer. Nun, der Punkt ist, dass ich es tun möchte. Und ich werde alles daran setzen, damit es funktioniert. So viel bedeutet es dir also. Erinnerungen an Shiva werden wach. Ich weiß nicht wie, aber ich kann sie auch sehen. Das könnte tatsächlich funktionieren. Okay. Machen wir es kurz und schmerzlos in der nächsten Folge. Bis denn.